Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um die kommende Woche. Es ist ein Wochenorakel. Es kann natürlich auch sein, dass du dir diese Legung ganz am Anfang der Woche anschaust und dann gilt natürlich diese Legung für diese Woche jetzt, wenn es zum Beispiel am Montag ist oder am Dienstag, ja. Aber ansonsten ist es ein Orakel für die kommende Woche. Und ich schaue für dich in die Tarotkarten und ich lege heute das Paulina Tarot, alle Infos dazu unten in der Infobox und ich fange einfach mal an. Die kommende Woche, wie wird die denn so für dich sein? Was kommt auf dich zu? Was wirst du erleben? Diese Karte ist sehr wichtig, die nehme ich natürlich auch alle. Da wird sehr viel passieren in der kommenden Woche oder in dieser Woche bei dir. Ja, aber diese Karte, die steht sozusagen über dem Ganzen, über allem hier. Und die möchte ich natürlich als allererstes hier deuten. Und ich habe, wow, den Stern. Also, das ist die Hoffnung, das ist auch gute Entwicklung, das sind gute Potenziale, das sind Potenziale, die sich bemerkbar machen werden in deinem Leben, das sind Potenziale, die sich entfalten werden. Du hast auch generell, in der kommenden Woche habe ich das hier so, du hast Glück, weil du geführt wirst von oben. Ein Stern leuchtet dir, erhält dir deinen Weg. Das ist die Führung von oben, der Schutz von oben für die kommende Woche beziehungsweise diese Woche, wie gesagt, je nachdem, wann du dir diese Legung anschaust. Ja, also du wirst geführt und beschützt werden in der Woche. Und du kannst auch aus dem Vollen schöpfen, vielleicht generell allgemein in Bezug auf das Leben oder in einer ganz bestimmten Angelegenheit kannst du hier aus dem Vollen schöpfen. Die Wasser des Lebens sind da für dich und du kannst da irgendetwas bewegen, irgendetwas machen, vielleicht sogar etwas Neues machen. Ja, das kann auch der Anfang sein von etwas in der kommenden Woche. Und diese Karte sollte ich als allererste deuten und das ist hier sehr wichtig und das könnte man sagen, dass es so eine Schutzkuppel ist für dein Leben, für die kommende Woche. Ja, sehr gut, fantastisch. Das ist hier einfach nur fantastisch. Ja, die kommende Woche, beziehungsweise die Woche, wie wird die so für dich sein? Ich habe hier die Liebenden. Wow, es geht also um die Liebe. Es geht aber auch vielleicht sogar bei einigen von euch um die Entscheidung in der Liebe. Etwas soll entschieden werden. Man soll sich vielleicht für jemanden entscheiden, ja? Oder in Bezug auf die Liebe wird eine Entscheidung fällig, in irgendeiner Form sich entscheiden, ja? Vielleicht hat man etwas zur Auswahl mit deinem Partner, mit deinem Liebsten. Vielleicht machen wir das oder das, das könnte hier auch sowas sein und man muss sich einfach entscheiden. Oder das könnte hier etwas Größeres sein, man entscheidet sich für den jeweils anderen, ja. Das ist hier eine Entscheidung in der Liebe, eine Liebesentscheidung, könnte man hier auch so sehen, ja. Sich füreinander entscheiden in der kommenden Woche, eine Einheit bilden, sich zusammentun. Sowas habe ich hier. Aber ich schaue noch weiter. Ich habe hier den Ritter der Kelche. Ja, also das ist die Entscheidung für die Liebe. Das ist hier auch, ich habe dich hier, wenn du einen Partner hast, ja, wenn da jemand ist, dann habt ihr hier schöne Stunden zu zweit. Die kommende Woche in der Liebe herrscht Harmonie. Man gibt und nimmt. Keiner kommt zu kurz. Alles ist wunderbar. Alles ist gut. Wenn da irgendetwas zum Beispiel so ein bisschen in die falsche Richtung laufen sollte, wird diese Richtung sofort korrigiert werden. Ich habe hier ganz, ganz starke Gefühle für jemanden hier. Und für diese Person
könnte auch sehr starke Liebesgefühle für dich haben und diese Gefühle werden offenbart werden, werden auch dir mitgeteilt werden mit dem Ritter der Kelche. Ich habe hier liebevolle Atmosphäre, ja, zwischen zwei Menschen. Zwei Menschen entscheiden sich in Liebe füreinander und die kommende Woche, ihr werdet einfach zusammen sein. Könnte man hier auch sein, du wirst mit einer lieben Person vielleicht in einer romantischen Verbindung, vielleicht aber auch in einer platonischen Verbindung, ja, könnte hier auch so sein, in Liebe verbunden sein und viel Zeit auch miteinander verbringen. Ja, sich einfach liebevoll behandeln, habe ich hier auch. Und auch generell, allgemein für die Woche, habe ich sowas wie eine sehr gute Zeit haben, eine sehr angenehme Zeit haben. Alles ist so liebevoll, so nett, so schön. Und die Gefühle sind einfach da. Du wirst auch viel, viel stärker irgendwie deine Gefühle wahrnehmen. Ja, das habe ich hier auch so mit dieser Karte, dass Gefühle eine sehr große Rolle spielen werden in der kommenden Woche oder in der Woche. Ja, es geht um die Gefühle, es geht um die Liebe, es geht um die Partnerschaft ganz am Anfang schon. Und da erfährst du aber auch Führung in Sachen Liebe, Romantik, Partnerschaft. Wirst du geführt werden, dass alles gut ist, dass du da die Erfüllung auch findest in der Liebe. Sowas habe ich für die kommende Woche oder für die Woche für dich. Die 9 der Münzen, das ist ein Treffen. Das ist auch das kleine Glück. Also, ich habe das Treffen mit deinem Liebsten, mit deiner Liebsten hier, mit jemandem, der dir am Herzen liegt. Romantisch oder auch nicht romantisch, aber Gefühle spielen eine große Rolle. Ich habe hier so für einige von euch, dass ihr zusammengeführt werdet. Zusammenführung in Sachen Liebe, durch ein Treffen, durch aufeinander zugehen, zukommen. Und da liegt auch noch das kleine Glück dabei. Also das wird auch sehr schön verlaufen. Also du hast hier in der kommenden Woche oder in der Woche ein Treffen. Ein Treffen wird möglich werden. Du bekommst eine Einladung oder du wirst jemanden einladen, also zum Beispiel dein Gegenüber einladen, ja. Und ihr werdet euch treffen und dieses Treffen wird wunderbar verlaufen. Ich habe hier einfach nur schön und positiv und liebevoll und ich habe hier auch sowas wie Vorfreude aufeinander, sich aufeinander freuen. Und diese Freude auch dann miteinander hier teilen. Also wunderschön. Super Woche. Also in Bezug auf die Liebe habe ich, ja, weil das ist deswegen möglich, weil du hier geführt wirst. Ja, weil diese kommende Woche unter Schutz steht, du wirst geschützt. Also brauchst dir echt keine Gedanken machen, dass da irgendwie was mächtig sozusagen in die Hose gehen könnte. Ja. Der Narr, wow. Also es wird auch etwas Neues beginnen und der Herrscher mit dem Herrscher. Ich habe hier einen Neubeginn mit dem Herrscher. Das kann die Liebe sein, ja. Das kann hier eine Liebesangelegenheit, eine Liebesgeschichte hier oben sein, die obere Reihe. Muss nicht sein, könnte auch irgendetwas mit dem Beruf zu tun haben, eine übergestellte Person, eine übergeordnete Person, jemand, der auch irgendwie so Führungsqualitäten hat, jemand, der auch viel Verantwortung trägt, der auch vieles in den Händen hält. Von dieser Person hängt sehr viel ab, ja, der Herrscher. Und da wird sich etwas Neues mit diesem Menschen ergeben oder durch diese Person wird sich sehr viel Neues ergeben können. Man kann sich sorglos in das Ganze hineinstürzen. Man kann ohne Sorge auf diesen Menschen vertrauen und sich auch auf diesen Menschen einlassen, sich auf diese Person verlassen. Alles geschützt. Diese Person könnte sein, dass dir einfach in der kommenden Woche oder in dieser Woche jemand geschickt wird. Dir wird jemand geschickt werden. Und das ist hier jemand, der einen großen Einfluss auf dein Leben haben wird, über diese Woche hinaus. Und da ist irgendwo liegt ein Neubeginn dabei. Irgendetwas Neues wird beginnen, irgendetwas ganz anderes. Und ich habe das hier so, dass du da auch vertrauen kannst, ja?
Das ist hier auch irgendwo so eine Freiheit, so eine Narrenfreiheit, viel Freude auch dabei haben. Das ist ein Versprechen, was dann gehalten wird in der Zukunft. Also in dieser Woche kommt dieses Versprechen irgendwie bei dir an und das wird auch dann gehalten werden. Ja, später dann auch wird sich das Ganze auch erfüllen können. Durch diesen Menschen oder das hat irgendetwas mit diesem Herrscher hier zu tun. Das kann natürlich auch dein Gegenüber sein. Ja, kann aber auch jemand zum Beispiel von der Arbeit sein, ein Chef oder sowas. Und da beginnt etwas Neues, etwas Positives für dich. Du wirst mit diesem Menschen auf jeden Fall irgendwie zusammengeführt werden, weil das einfach so sein soll. Das ist jemand, der manchmal auch stur ist. Das ist aber auch jemand, der sehr viele Erfahrungen gemacht hat im Leben. Er weiß, wovon er redet. Das kann eine Frau sein, das kann auch ein Mann sein, ja. Das muss nicht unbedingt hier er sein, weil das der Herrscher ist. Und diese Person könnte auch sehr viel Verantwortung haben, Verantwortung tragen, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen störrisch sein. Vielleicht auch alles an sich reißen wollen, die ganze Verantwortung auch tragen wollen, ja. Verantwortung nicht abgeben können. Aber das ist deswegen, weil dieser Mensch weiß, wovon er redet. Ja? Könnte auch jemand von der Arbeit sein, zum Beispiel Chef oder eine Chefin. Und da kommt irgendetwas Neues. Es könnte aber auch dein Gegenüber sein, der sehr wichtig wird für dich in der kommenden Woche. Also in Liebesangelegenheiten. Vielleicht aber auch ein Freund, eine Freundin, die. Diese Person ist sehr wichtig oder wird in der kommenden Woche sehr wichtig für dich sein. Und da ergibt sich irgendetwas Neues. Sogar vielleicht bei einigen von euch durch ein Treffen. Muss nicht bei jedem übereinstimmen durch ein Treffen, aber ich habe das hier auch. Bei einigen wird sich dieses Neue ergeben durch ein Treffen. Kann auch diese Liebesgeschichte sein, ja? Das steht aber alles unter einem guten Stern, also brauchst du gar keine Gedanken machen, ja? Die kommende Woche ist über einer Schutzglocke. Du befindest dich unter einer Schutzglocke. Aber ich schaue noch weiter, weil ich habe hier noch mehr Karten. Also die kommende Woche, die wird wirklich sehr spannend sein für dich. Sehr interessant. Da passiert eine Menge. Eine Menge Gutes. Ich habe hier nur gute Karten in der oberen Reihe. Die drei der Münzen. Du kannst etwas aufbauen. Du kannst etwas weiterbauen, ausbauen an etwas. Mit jemandem, mit anderen Menschen auch. Ich habe hier aber auch einen Vertrag, der gut ist. Eine mündliche Vereinbarung könnte hier auch sein, an die man sich halten wird. Es ist auch zum Beispiel in Liebe und Partnerschaft wird man an der Verbindung arbeiten. Denn ich habe hier auch die Liebenden und deswegen kann ich das auch in Bezug auf die Liebe deuten für die kommende Woche. Und das ist auch irgendwie, habe ich hier sowas verschönern, etwas verschönern, vielleicht dein Zuhause, vielleicht umgestalten, neu gestalten, vielleicht ein paar Dekoartikel, neue Dekoartikel irgendwo hinstellen, ja? Das kann auch hier sowas sein. Also Verschönerung, vielleicht wirst du aber dich verschönern. Kann auch sein, dass du zum Friseur gehst oder irgendwie Wellness machst oder sowas, ja? Aber das ist eher hier sowas wie im Aufbau, aufbauen, mehr, einfach mehr dazu bekommen, etwas tun, was dann auch mehr einen Mehrwert darstellt im Endeffekt dann, ja? Die Königin der Kelche, ich lege einfach alle Karten aus, dann weiß ich mehr. Der König der Kelche, wow, es geht also, ey, es geht um die Liebe in der kommenden Woche bei dir. Also direkt, es geht um die Liebe und Partnerschaft. Es geht auch, ich habe hier Seelenpartner, ich habe hier Seelenverwandte, könnte man auch so sehen, eine Seelenverbindung. Ihr passt perfekt zusammen. Und ich habe hier einen Aufbau und eine Eroberung und einen Sieg und einen neuen Weg noch ganz zum Schluss. Wow. Also die kommende Woche, wie gesagt, da wird so viel passieren in deinem Leben. Also langweilig wird es nicht, was ich hier so sehe. Ich habe hier zwei Menschen, die zusammengehören. In der kommenden Woche gehört ihr beide einfach zusammen mit den Liebenden. Die Liebe wird einfach aufblühen, die Liebe wird da sein, wenn bei dir niemand da ist. Die Karten sehen so aus, du hast große, große Chancen, jemanden kennenzulernen, und zwar nicht nur jemanden, sondern deinen Seelenpartner.
Es kann sein, dass in der kommenden Woche dir dein Seelenpartner über den Weg läuft und du, aber auch dieser Mensch wird sofort wissen, ja, da ist was dran, ja. Das ist nicht nur so bla bla, sondern das ist etwas, was auch so sein sollte, mit dem Stern zusammengeführt werden, mit einer Person in Liebe sich verbinden. Das sind hier zwei ähnliche Seelen. Also in der kommenden Woche wirst du hier in Sachen Liebe auch sehr viel aufbauen können oder vorantreiben, voranbringen können in Sachen Liebe. Partnerschaft. Ich habe hier die Kelche, also es ist doch eher eine Liebesgeschichte, eine Liebesangelegenheit. Könnte aber auch vielleicht familiär sein, ja, könnte auch. Und ich habe hier einen Sieg. Ich habe hier einen Sieg in der Liebe. Ein Sieg in der Liebe. Eroberung, erobert werden, die Eroberung zulassen, selber erobern und erfolgreich sein. Ich habe das hier so gegenseitig. Ja, du könntest jemanden erobern, du könntest dein Gegenüber, deinen Partner erobern, aber auch andersherum, dass du erobert wirst in der kommenden Woche. Da tut sich auf jeden Fall was in der Liebe. Und der Sieg generell in der kommenden Woche, egal worum es sich handelt, die Karte ist nun mal hier, die 6 der Stäbe, du wirst siegreich sein. Du wirst einfach Erfolg haben, es geht nicht anders. Ich habe das hier so, egal was du anfasst, verwandelt sich in Gold. Du wirst Erfolg haben. Also wenn du irgendetwas hier vorantreiben willst, wenn du hier etwas entwickeln willst, wenn du irgendwie etwas weit kommen, weit bringen willst, dann ist die kommende Woche oder diese Woche genau richtig dafür. Egal worum es sich handelt, denn du wirst Erfolg haben, siegreich sein. Als Sieger gefeiert werden hier. Ich habe das hier auch so, du hebst dich einfach ab von der Masse. Durch irgendetwas, durch deine Ausstrahlung, weiß ich nicht, durch dein Aussehen, hebst du dich einfach ab von der Masse. Du schwebst auch irgendwo über dem Ganzen mit dem Stern, die Hoffnung. Etwas, worauf du hoffst, wird sich in der kommenden Woche erfüllen. Deine Hoffnungen werden erfüllt werden. Ich habe das hier so eine vage Vorstellung, war das immer. Du wusstest nicht genau wann. Ich kann dir hier sagen, die kommende Woche ist das. Ja, wenn du nicht weißt, wann, in der kommenden Woche wird das wahr werden, wird das möglich werden. Ich habe hier einen riesengroßen Schritt auch in der Partnerschaft, einen riesigen Schritt nach vorne tun in Sachen Liebe. Das kann auch bedeuten, dass dir dein Seelenverwandter, dein Seelenpartner über den Weg läuft. Jemand, mit dem du dich super verstehen wirst. Also ich habe hier Kommunikation von Herz zu Herz, sowieso. Eure Seelen verstehen sich. Ihr seid Seelenverwandte, Seelenverbindung, ja. Gefühle sind auf einer Ebene, auf Augenhöhe in Bezug auf die Gefühle. Habe ich hier. Und sehr viel einfach erreichen können. Mehr kann ich, anders kann ich das hier nicht ausdrücken. Also das wird eine fantastische Woche, was ich hier so sehe. Wow, ich bin begeistert. So gute Karten hatte ich schon lange nicht mehr. Und dann habe ich hier noch am Ende die 8 der Münzen. Ja. Und die 8 der Münzen, das ist hier sich auf etwas ganz stark fokussieren, an einer ganz bestimmten Angelegenheit arbeiten und erfolgreich auch sein. Erfolg, Erfolg, Erfolg auf der ganzen Linie in der kommenden Woche oder in dieser Woche. Die Arbeit geht gut von der Hand, wenn du arbeitest, wenn du dich auf Arbeit befindest. Es wird einfach so wie im Fluge vergehen oder du kannst sehr viel machen, du kannst sehr viel erreichen, du kannst vieles abarbeiten vielleicht sogar, ja, auf Arbeit. Oder es kommt eine Aufgabe in dein Leben, die dir sehr, sehr viel Spaß machen wird. Kann etwas mit der Arbeit zu tun haben, kann ein Hobby sein, kann irgendeine Aufgabenstellung sein oder einfach die Liebe. Die untere Reihe, die obere Reihe, alles spricht auch für die Liebe. Dass du in der Liebe eine Aufgabe bekommen wirst und das wird einfach super viel Spaß dir auch bereiten. Ja, ich habe hier Spaß an der Arbeit, Spaß an Erledigen von Dingen,
fokussiert sein, konzentriert sein und dadurch sehr viel erreichen, schaffen. Also die kommende Woche, das ist einfach der Wahnsinn, ja? Das ist deswegen so, weil hier der Stern liegt, ja? Weil das Ganze, wie gesagt, unter dieser Schutzglocke steckt. Da kann nichts Böses passieren. Kann einfach nicht. Geht nicht. Ja, könnte sein, dass dieses Neue, dass das so ein bisschen diese neue Aufgabe, dieser neue Mensch auch hier so ein bisschen für Unsicherheit sorgen wird bei dir. Aber wie gesagt, alles ist gut. Da kannst du ruhig dich darauf einlassen, sagen die Karten. Ja, wenn dir ein Treffen vorgeschlagen wird, nimm es an. Das wird gut werden. Dieses Treffen. Vielleicht kann etwas mit der Liebe zu tun haben, muss aber nicht unbedingt was mit der Liebe zu tun haben. Aber wenn du einen Termin zum Beispiel auch bekommst, ja, wenn ein Termin frei wird, möglich wird, nimm diesen Termin an. Ja, das sagen hier auch die Karten. Und jetzt noch eine Karte für dich von den Vintage Wisdom Orakelkarten. Die kommende Woche. Schutzengel. Ja, du bist in der kommenden Woche oder in dieser Woche. Du stehst einfach unter dem Schutz. Wie gesagt, hier der Stern. Das ist der Schutzengel, der Schutzengel. Also die Engel irgendwie, wenn du an Engel glaubst, wenn du damit irgendetwas anfangen kannst, ja. Du stehst unter Schutz in der kommenden Woche. Die kann wirklich kann. Nichts passieren. Du wirst geführt werden, die Führung von oben und auch so eine Eingebungen haben. Also man wird dir etwas flüstern oder man wird dir etwas zeigen oder dich zu irgendetwas führen, was gut für dich ist. Ja, ich habe hier, das ist so bei dir. Du wirst einfach an die Hand genommen werden und geführt werden. Also die kommende Woche, die ist fantastisch für dich. Also wow, ich bin begeistert. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Wenn du magst, kannst natürlich, ja, es gibt die Möglichkeit der Spende. Unten in der Leiste bei Likes und Dislikes gibt es eine Funktion mit dem Herzchen. Da kannst du mich zum Kaffee einladen. Da kannst du auch so ein bisschen vielleicht in energetischen Austausch mit mir gehen, ja. Ich würde mich sehr freuen. Eine kleine Spende ist immer gerne gesehen, natürlich. Wenn es dir möglich ist, gerne. Und ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, der Kanalmitgliedschaft. Als Kanalmitglied bekommst du immer wieder Videos zu sehen, die nur für Kanalmitglieder bestimmt sind. Das ist eine kleine Gruppe und ich lege die Karten nur für diese Menschen, ja. Und da kann man viel stärker in Resonanz gehen. Das ist wirklich sehr intim, ja, so eine kleine intime Gruppe. Und das ist kein Abo. Du kannst jederzeit kündigen. Sogar am gleichen Tag mit einem Klick bist du raus. Kein Problem, ja, wenn es dir nicht gefällt. Ja, schau dich gerne um, wenn du magst. Gerne würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit, hier ein Like. Ja, für diese Legung oder generell einfach, wenn du das gut findest, was ich hier mache. Du kannst meinen Kanal abonnieren. Ja, diese Möglichkeit besteht natürlich auch. Und die Glocke aktivieren, dann wirst du immer frisch informiert werden, wenn eine neue Legung von mir online gegangen ist. Und wenn du magst, kannst du natürlich auch einen Kommentar schreiben. Ich freue mich ganz besonders über liebe Kommentare. Natürlich. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, wunderschöne kommende Woche oder diese Woche. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.